Simon Friedrich hat mich unter dem Hashtag WeGetYouTube gefragt, soll ich zum Kanalnamen eine Zusatzinfo schreiben? Er macht hier das Beispiel Simon Friedrich Cinema, Vlog, Travel und Lifestyle. Was meint ihr? Freue mich über jede Meinung. Also wie ist das? Macht das Sinn, sowas an den Kanalnamen anzuhängen? Das wollen wir uns in diesem Video einmal genauer ansehen. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und wenn du gerade noch nach einem richtigen Kanalnamen für dich suchst, dann habe ich hier schon mal ein anderes Video gemacht, wo es wirklich detailliert darum geht, wie man brainstormen kann und was für Möglichkeiten man hat und was so die besten Arten sind, Kanalnamen zu finden. Also wenn du da noch ein bisschen auf dem Schlauch stehst und nicht weißt, in welche Richtung soll das gehen, ist dieses Video das Richtige für dich. Jetzt wollen wir uns aber mal angucken, ob das, wenn man so einen Kanalnamen hat, Sinn macht, da noch einen Zusatz hinten dran anzuhängen. Und da ist die Antwort ein ganz klares, kommt drauf an. Und jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen die Situation angucken. Der erste Fall ist, du hast deinen Namen als Kanalnamen, wie zum Beispiel Simon Friedrich. Und da ist tatsächlich die Antwort in fast allen Fällen, ja, auf jeden Fall. Es macht ganz häufig Sinn, da eben noch was Kleines anzuhängen. Weil du willst dich natürlich persönlich branden und dann Personal Branding ist das auch gut, wenn man eben seinen Namen als Kanalnamen hat. Aber häufig kann man sich wenig darunter vorstellen, was das dann wirklich für ein Kanal ist, wenn man nur den Kanalnamen liest. Und ich hatte selber auch schon den Fall und kriege das auch immer mal wieder zu hören, dass man das eben hat, dass man einen Kanal abonniert hat. Der hat aber wirklich den Namen von einer Person und im schlimmsten Fall dann auch wirklich noch das Profilbild quasi von der Person und hat keinerlei Informationen von dem Bildchen, von dem Kanal und dem Namen, worum es wirklich geht. Und dann sieht man ihn irgendwann in seiner Abo-Box und fragt sich, warum hat dich diesen Kanal jetzt nochmal abonniert? Vor allem, wenn er sehr unterschiedlichen Content macht, ist das noch fataler. Denn der Kanal steht dann eben nicht so richtig für eine Sache, wenn das da nicht klar auch irgendwo steht. Das führt dann natürlich wiederum zu De-Abos und so weiter. Das heißt, wenn man sich wirklich branden möchte, für irgendwas stehen möchte, ist das auch nicht verkehrt, wenn man das im Kanalnamen stehen hat. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall was hinten dran hängen. Einzige Ausnahme ist vielleicht, wenn du schon so bekannt bist, dass dein Name eh schon für was steht und dass Leute dich eh schon kennen, dann reicht es häufig auch einfach nur den Namen hinzuschreiben. Aber in den meisten anderen Fällen macht es total Sinn, da noch ein bisschen was ranzuhängen. Da gilt aber auf jeden Fall, und das solltest du beachten, dass manchmal weniger mehr ist. Also hier zum Beispiel das Beispiel, wo wir hatten Cinema, Vlog, Travel und Lifestyle. Das ist sehr lang, das wird häufig wahrscheinlich sogar abgeschnitten und ehrlich gesagt, ich kann mir da wenig drunter vorstellen, was das jetzt wirklich genau für ein Kanal ist. Es sind sehr viele so arbiträre Worte, also nichts gegen dich. Du wolltest Feedback zu deinem Kanalnamen haben. Ich würde wirklich hier versuchen, was Prägnanteres zu finden, was kürzer ist, sodass es auf jeden Fall irgendwo angezeigt wird, dass man es auch einfacher verstehen kann, weil wenn da so ein Klotz an Kanalname steht, kann man das natürlich auch nicht so einfach erstmal überblicken. Das heißt, es ist besser, wenn das ein bisschen kürzer ist und man da wirklich dann auch direkt versteht, worum es geht. Also, was macht dich besonders? Wie kann man das wirklich ausdrücken, was das Besondere an diesem Kanal ist, was diesen Kanal einzigartig macht, wofür der Kanal steht und das in ein, zwei Worten reicht dann auch häufig dahinter zu schreiben, damit es eben kurz ist, damit es nicht abgeschnitten wird, damit man das überall auch einfach verständlich sehen kann. Und auf jeden Fall, und das fand ich gut im Beispiel, da irgendwie so ein Trennzeichen dazwischen machen und es nicht einfach hintereinander schreiben. Fall Nummer zwei wäre, wenn du nicht deinen eigenen Namen benutzt, sondern einen speziellen Kanalnamen hast oder einen Firmennamen. Da kommt es natürlich deutlich mehr drauf an. Hier würde ich es vor allem davon abhängig machen, ob man versteht, worum es geht. Wenn man vom Kanalnamen schon einigermaßen erahnen kann, worum es geht, oder vom Firmennamen, dann reicht es häufig aus. Und dann ist es auch besser, wenn man wirklich nur diesen Namen hat, der für sich steht. Wie zum Beispiel, so geht YouTube. Das ist ganz klar, es geht um YouTube. Ich brauche jetzt nicht noch irgendwie, bring deinen YouTube-Kanal zum Wachsen oder irgendwie so einen Slogan dahinter packen. Weil es ist eh klar, es geht darum, wie YouTube geht. Das steht im Titel drin. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr klar bei meinem Kanalnamen. Es kann auch ein bisschen unklarer sein bei vielen Kanalnamen. Aber da ist es halt häufig besser, wenn der Kanalname wirklich einfach nur für sich selber steht, weil der dann natürlich auch nochmal klarer ist, nochmal besser den Leuten im Gedächtnis bleibt, wenn man wirklich einfach nur den Namen hat, wenn man da schon einigermaßen erahnen kann, worum es geht. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man überhaupt keine Ahnung hat vom Kanalnamen, wenn man den Kanalnamen selber wählen kann, dann würde ich ihn so wählen, dass man das auf jeden Fall kann, wenn man den Firmennamen noch wählen kann. Wenn aber schon zum Beispiel ein Firmenname steht und man will den auf jeden Fall da reinschreiben, aber man weiß, hey, das sagt den Leuten nicht so unbedingt, was man auf dem Kanal findet. Dann kann man entweder sich überlegen, einen extra speziellen Kanalnamen zu nehmen und doch nicht den Firmennamen zu nehmen, aber in vielen Fällen macht es ja dann doch Sinn, irgendwo den Firmennamen drauf zu schreiben. Und dann würde ich auch wieder, wie im oberen Beispiel, ein kleines Anhängsel hinten dran machen, was nicht zu lang ist, was relativ kurz und kompakt erklärt, worum es auf dem Kanal geht.
Also grob zusammengefasst eigentlich, wenn man keine Ahnung hat, worum es auf dem Kanal geht, wenn man nur den eigentlichen Kanalnamen sieht, ja, dann kann man ein kurzes Anhängsel dran machen. In allen anderen Fällen würde ich davon absehen. Also ich hoffe, ich konnte damit die Frage beantworten. Falls du noch weitere Fragen hast, schreib sie gerne unter dem Hashtag Wie geht YouTube in die Kommentare und wir sehen uns vielleicht schon im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.